Nach einer kurzen nächtlichen Felbenfahrt stand die Touareg-Rallye gleich hinter der marokkanischen Hafenstadt Nador zu ihrer ersten Wertungsetappe. Dass die Fahrer bei der Touareg-Rallye 2009 bei allem anderen als bei einer Kaffeefahrt sind, das wird bereits wenige Kilometer nach dem Start klar. Ein kurvenreicher Anstieg erfordert eine kontrollierte Gashand. Über die richtige Spur ist man sich nicht immer einig, doch alle wissen, wer den Schwung verliert, der hat verloren. Touareg Rallye Tag 3. Drei Dünengebiete mit völlig unterschiedlichem Sand sind am dritten Tag der Touareg Rallye zu durchqueren. Um riskante Überholmanöver zu verringern, starten die Geländewagen deutlich vor den Motorrädern. Die Königsetappe. 250 Kilometer Dünen. Geliebt und gefürchtet. Beim Anblick des Starterfeldes wird vielen erst die Größe der Touareg Rallye bewusst. Touareg Rallye Tag 6. Heftige Regenfälle setzen über Nacht das Wüstencamp unter Wasser. It's going to be quite a treat today with the weather we have and the conditions. We don't know what we're going to be facing, but we're looking forward to it. It should be awesome. Nach der ersten Sonderprüfung geht es für die Fahrer der Motorrad-Profi-Gruppe in den Boilerpass. Und wir haben eine Riesenwoche gehabt. Wir haben viel Spaß gehabt, viel gelernt und wir haben eigentlich alle Umständigkeiten, die es gibt, haben wir da gehabt. Wir haben Sonne gehabt, wir haben Wind gehabt, wir haben Sand gehabt, wir haben Regen gehabt, wir haben Sturm gehabt und ja, was noch mehr? Alles, was man braucht, war da in der Touareg. Super, danke.